Liebe Löwen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr diese Botschaft gefunden habt, in der wir auf die kommenden 7 Tage zum Thema Wunschpartner und Liebe für euch schauen möchten. Bitte bedenkt, allgemeines Reading aus den Kollektivenergien kann nicht für jeden von euch zu 100% stimmig und passend sein. Wir stecken alle in unserer eigenen Lebenssituation und entscheiden auch immer ganz individuell. Ja, Zeit gibt es fürs Universum nicht, ist von Menschen gemacht. Von daher, wenn ihr dieses Video startet, starten auch die 7 Tage, egal ob in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr. Wenn ihr diese Botschaft findet, ist sie genau dann für euch bestimmt. Wir starten mit dem Seelenreich-Orakel, in der ich mal in euer Herz, in eure Seele lauschen möchte, was die euch für die kommenden 7 Tage so auf den Weg geben möchten. Dann geht es mit den Lenormand und den Tarotkarten weiter und andere Orakelkarten finden bei mir auch immer den Einsatz. So, jetzt starten wir aber los. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir schauen einmal, was für euch in den kommenden Tagen wichtig ist, beziehungsweise welche Botschaft da aus eurem Herzen, aus eurer Seele für euch bestimmt ist. Folge deiner Vision und behalte stets im Blick, was wirklich wichtig ist. Ja, was für eine Vision hast du denn im Blick? Welcher Traum hat sich bei dir manifestiert? Welcher Gedanke verfolgt dich? Das ist die Frage, die hier aufgestellt wird. Und die Aufforderung, diesem Gefühl, dieser Vision nachzugeben und darauf zuzusteuern. Ja? Und vor allen Dingen den Blick darauf zu richten, was willst du? Wirklich. Nicht, was will dein Umfeld für dich oder was verlangt dein Umfeld von dir. Nein, hier ist es wichtig, auf das den Fokus zu legen, was für dich dienlich ist, was in deinem Leben für dich kommen soll, was du dir wünschst. Jetzt gehen wir mit den Lenormand-Karten einmal auf die kommenden 7 Tage, was für Botschaften da für euch von mir euch aufgezeigt werden sollen, was da Schönes auf euch zukommt. Und da hätte ich gerne noch 2 Energien, 2 Botschaften für die kommenden 7 Tage. Die Masken. Die Schlange, die Zeit und das Kreuz. Und das passt zu 100% aufs Seelenorakel. Ja, wo versteckst du dich? Wo versteckst du deine Gefühle? Wo versteckst du deine Träume, Wünsche und Ziele? Das ist hier die Frage und das sollst du ändern in den kommenden 7 Tagen. Du bewegst dich schon seit längerem auf einem gleichen Weg. Wiederholungen, ja? In deinem Leben hat sich ein Weg geformt, auf dem du wanderst, der aber nicht der deine ist. Das zeigen die Masken ganz deutlich. Du gehst diesen Weg, aber du versteckst dich hinter Masken, zeigst nicht, dass du dir eigentlich eine Veränderung wünschst. Da ist es an der Zeit. Die Zeit ist gefallen und das sagt, es ist an der Zeit, diesen Trampelpfad zu verlassen. Ist schicksalhaft. Ja, das musst du lernen, diesen Weg musst du gehen. Und bis jetzt belastet dieser Weg dich auch, denn das Kreuz zeigt auch immer eine Last auf, etwas, das auf euren Schultern lastet. Ich bin gespannt, was die Tarotkarten zu jeder einzelnen Energie hier zu sagen haben, euch mitteilen möchte. So, erstmal zu deinen Visionen, zu deinen Träumen. Welche Botschaften darf ich da erhalten?
Ja, du hältst an etwas fest, ja? Etwas, das dir Sicherheit gibt. Entschuldigung, du hältst an deinem momentanen Zustand fest. Vielleicht auch aus Angst, diesen Weg zu verlassen, denn das ist ja ein Weg, den ist man schon so oft gegangen, den kann man blind gehen, ne? Braucht man die Augen gar nicht aufmachen, alles ist am richtigen Fleck, so wie man es vermutet. Und daran hältst du fest. Macht dir Kopfzerbrechen, ne? Da ist das Denken. Das Denken, das dich verfolgt. Die Gedanken, die dich verfolgen, ja? Die dich festhalten lassen. Denn das sind keine positiven Gedanken. Das sind Gedanken, die dich, ja, festhalten. Vielleicht auch Ängste schüren. Du siehst gar nicht, hier ist ein Ausweg. Aber vor lauter Kopfgulasch kriegst du diesen Ausweg gar nicht mehr mit. Du bist so in diesem Gedankenkarussell gefangen, dass du hier einen neuen Weg gar nicht sehen kannst. Aber da gibt es einen neuen Weg. Da gibt es einen Weg für dich, wo du die Arme nur ausstrecken musst. Und da hängt alles, Glück, Fülle, Liebe, alles hängt an diesem Baum. Aber um dahin zu kommen, musst du dich bewegen. Musst du rausgehen aus diesen negativen Gedanken, deinen Visionen folgen. Und dann strahlt die Sonne. Auf dem Weg, den du einschlagen wirst, wenn du deinen Visionen folgst, auch was die Liebe betrifft, wird die Sonne für dich scheinen. Das ist die Erfolgskarte im Tarot schlechthin. Du wirst die Wärme spüren, die Lebensfreude wird zurückkommen. Denn da ist keine Lebensfreude. Da ist etwas Vorspielen. Vielleicht spielst du dir auch selbst etwas vor. Vielleicht denkst du, ja, ist ja alles gar nicht so schlecht, ne? Ich bleib da, wo ich bin, da bin ich sicher. Aber in deinem Inneren fühlst du ganz anders. Und da ist jetzt die Zeit gekommen, auszubrechen, ja? Diesen sicheren Ort zu verlassen, damit du das leben kannst, nämlich Lebensfreude pur. Was hat es denn mit den Masken auf sich, die du trägst? Vielleicht auch dein Gegenüber trägt. Das ist genauso möglich, dass seine Energien da jetzt in deinem Kartenbild reinspielen. Vielleicht ist er auf diesem Trampelpfad, trägt Masken, bewegt sich nicht. Aber da bekommen wir sicher gleich eine Antwort darauf. Da hätte ich auch gerne drei Botschaften zu den Masken. Was darf ich da erzählen? Jeder von uns trägt ein Stück weit Masken. Man möchte sich ja nicht allen und Gott und der Welt öffnen und zeigen, wie es in einem vorgeht. Aber man sollte sich gegenüber zumindest ehrlich sein. So, da ist eine ganze Menge gefallen. Das Gericht. Ja, du musst dich befreien und du wirst dich befreien aus einer Situation. Wir haben ja das Kreuz auch, die dich belastet. Und das wird ein Befreiungsschlag für dich sein. Der März ist übrigens der Monat der Entscheidung. Wir fühlen uns alle ein bisschen unruhig, wollen alle, ja, spüren, dass wir etwas verändern wollen, ja, da ist diese Energie dahinter in diesem Monat. Und mit dem Gericht wirst du dich befreien. Aus diesen Masken, aus diesem Kopfkino. Und die Liebenden sind gefallen. Wo fühlst du dich denn gefangen in deinem Leben, dass du das nicht leben kannst? Gibt es Menschen, die dich daran hindern, Situationen, die dich daran hindern, dein bisheriger Lebensweg, der dich daran hindert, diese Liebe so zu leben? Diese Liebe mit deinem König, mit deiner Königin? Möglicherweise, da es der König der Stäbe ist, der plötzlich mutig wird, entscheidet sich dein Gegenüber auch zu diesem Befreiungsschlag, zu diesem Hin und Her zwischen euch.
und geht mutig voran, denn plötzlich stört ihn der Löwe, der hinter ihm steht, nicht mehr. Er hat den Stab in der Hand, er möchte in eine andere Richtung. Kann die Energie deines Gegenübers oder die deine sein, dass du jetzt mutig in eine andere Richtung möchtest? Da war Rückzug. Entweder hast du dich oder dein Gegenüber sich zurückgezogen. Wenn ihr Single seid, ja, dann habt ihr eine Zeit des Rückzugs erlebt, in der ihr euer Leben mal neu betrachtet habt. Und jetzt erkennt ihr, dass es Zeit wird, rauszugehen, die Masken fallen zu lassen, sich zu öffnen, wieder die Wärme der Sonne zu spüren. Ja? Und das ist eine Befreiung, die Liebe wieder zuzulassen, sich zu öffnen, mutig zu sein. Andererseits kann es auch sein, dass jemand sich von euch zurückgezogen hat, um zu erkennen, wie möchte er weitermachen, in die Stärke des Königs zu kommen, sich zu befreien, damit diese Liebe gelebt werden kann. Ja, und der Samen ist gelegt. Durch diese Befreiung mit dem Gericht, ja, kann das jetzt gedeihen. Die Wurzeln sind tief verankert, aber es wächst etwas Stabiles langsam. Ihr wisst es. Ihr haltet so ein Stück weit die Hand darüber beschützend. Ihr habt den ersten Schritt gemacht oder ihr werdet den ersten Schritt machen. Und da wird etwas sehr Schönes daraus entstehen. Die Masken fallen lassen ist sich befreien und mutig zu sein. Genau hinschauen mit dem Eremiten. Wo verstecke ich mich? Wo bin ich mir gegenüber nicht ehrlich? Und meinem Umfeld gegenüber nicht ehrlich. Die Schlange. Möglicherweise ist die Schlange auch nicht nur der weite Weg, den ihr schon zurückgelegt habt, sondern auch eine Rivalin, die da immer mit reingespuckt hat, oder ein Rivale, das werden wir jetzt gleich sehen. Oh, wow. Ja, da steht ihr und guckt, ne? Da hinter euch der Weg, da vor euch der kleine Zaun zum neuen Weg. Ihr seid noch so ein bisschen am Abschätzen, ne? Gehe ich das Risiko ein? Gehe ich einen neuen Weg, ja oder nein? Aber ihr werdet ihn gehen, denn hier ist das Gericht gefallen und das sagt ja ganz klar, ich bewege mich nach vorne. Eure Situation. Ich habe ja gesagt, wenn ihr Single seid, habt ihr euch so eingekästelt, ne? Hier, das ist euer Nest, da habt ihr euch wohlgefühlt. Das ist das, wo ihr dran festhaltet, ne? Da kann euch keiner was, da fühlt ihr euch sicher. Da liegt euer Herz offen neben euch, denn hier in eurem Nest kann euch keiner verletzen. Aber das ist der Zustand, der verlassen gehört. Da müsst ihr raus. Das ist das, was hinter dem Zaun ist. Vor dem Zaun wartet etwas ganz Neues auf euch. Ja, was wartet denn da auf euch? Der Sprung in die Liebe. Hier sind die Liebenden gefallen und hier dieser Sprung. Und jetzt schaut mal her, ich finde das immer faszinierend. Befreiung, schaut euch mal diese Körperhaltung an von diesem Befreiungsschlag, den ihr durchführen werdet. Und dann schaut diese Körperhaltung an, von dem sich auf die Liebe einlassen, die Liebe zulassen, einfach in die Liebe springen, ohne Bedenken. Ja, mit dem Rad ist es an der Zeit. Da kommt etwas Schicksalhaftes auf euch zu, das sagt ja auch das Kreuz. Das Kreuz ist ja ein Schicksal, nicht nur ein Kreuz, das man trägt, sondern eine schicksalhafte Entscheidung, ein schicksalhafter Weg und das Rad dreht sich. Da kommt etwas in Bewegung, die Würfel sind gefallen. Und bei dem Rad sage ich auch immer gerne mal, da kann es sein, dass die geistige Welt euch so ein bisschen anschubst, ja, in die richtige Richtung triggert, damit ihr euch bewegt. Tja, und dann? Die Zwei der Kelche. Die Zwei der Kelche ist für mich immer zwei Herzen, die im Einklang schlagen, zwei Seelen, die zu einer werden.
Das ist Geben und Nehmen pur in der Liebe. Aus seiner Hand fließt die Liebe in deinen Kelch, aus ihrer Hand fließt die Liebe in seinen Kelch. Das ist eine absolut wunderschöne Liebe und für mich immer die Seelenpartnerkarte. Aber da habt entweder ihr oder jemand anders Masken getragen, habt an Altem festgehalten, habt euch nicht getraut, seid eurer Vision nicht gefolgt. Und jetzt wird es an der Zeit, einen Befreiungsschlag zu machen und diese Liebe zu leben, sich darauf einzulassen, etwas in Bewegung zu bringen. Denn das Rad der Zeit bleibt nicht stehen, nicht für euch, nicht für mich oder für sonst irgendjemand. Ja, da ist die Zeit ja auch gefallen, ne? Schauen wir mal, oh, das ging schnell, auf die Zeit. Zwei Karten noch, das sind zu viele. Die ist einzeln gefallen und noch eine. Eine noch bitte. Gut, zwei sind es noch. Ja. Uiuiui, schaut her. Da ist etwas zerbrochen. Da sind vier Kelche voller Liebe in dieses schwarze Loch abgetaucht. Vielleicht gab es zwischen dir und deinem Gegenüber auch einen Stillstand. Vielleicht ist etwas zerbrochen. Ja, eine Liebe kaputt gegangen bei euch und dann habt ihr euch hier zurückgezogen in euer Nest. Ne? Ihr schaut wehmütig in dieses Loch, wo die Liebe hingeflossen seid, aber da ist noch ein Kelch. Da ist noch ein Kelch voller Liebe. Den müsst ihr jetzt ergreifen. Raus aus diesem Nest und sehen, hallo, ich habe die Chance auf Liebe. Ja, da ist was kaputt gegangen. Ja, da ist Liebe in die Unendlichkeit nach unten weggeflossen. Aber da ist noch Liebe in meinem Leben. Da kommt Liebe in mein Leben. Herzschmerz, ne? Das habt ihr. Herzschmerz. Vielleicht wurde euch das Herz gebrochen, aus der Brust gerissen und das ist der Grund gewesen, warum ihr euch zurückgezogen habt. Vielleicht hat euch sich auch jemand vor euch zurückgezogen, weil er am Alten festgehalten hat und nicht nach vorne gehen wollte. Aber da kommt Bewegung rein, meine Lieben. Da ist mit den zwei der Kelche Liebe auf dem Weg, auch wenn ihr im Moment noch in dieses Loch schaut und nicht daran glaubt. Da befreit sich jemand oder ihr befreit euch. Das sind noch diese düsteren Gedanken, die wir hier oben schon hatten, ne? Die an uns zerren, nach rechts und nach links. Und ihr fühlt euch in diesen Gedanken festgehalten, festgebunden. Aber das sind dünne Schnüre, die euch festhalten, keine Ketten. Die könnt ihr sprengen. Und wenn es um euer Gegenüber geht, wird der sie sprengen. Das sagt hier alles. Ja. Und wenn diese Befreiung gekommen ist, steht euch mit dem Ast der Münzen die Fülle ins Haus. Das Ast der Münzen ist die Chance auf unglaubliche Fülle, Glück im Leben. Da wächst etwas, die Wurzeln gehen nach unten und ihr werdet ernten. Hier hatten wir noch das Bäumchen, wo war es denn? Da. Ne? Hier, die kleinen Münzen, die da wachsen zu einem Baum. Und hier erkennt ihr, aus diesem kleinen Baum wird diese Fülle werden. Super, super schön. Das Kreuz, was hat es denn mit dem Kreuz auf sich? Das Schicksal, die Belastung. Aber auch, das Kreuz ist auch immer ein Weggehen, ne? Das Schicksal zeigt uns immer auf, wir haben einen Weg zu gehen. Unsere Seele hat zu reifen, weiterzugehen, etwas zu lernen und nicht stehen zu bleiben. Stehen bleiben ist immer die schlechteste Entscheidung. Was darf ich auf das Kreuz denn noch Schönes sehen?
Da ist Liebe im Anmarsch, definitiv. Aber da heißt es, in Bewegung kommen, alte Pfade zu verlassen. Das sind mir zu viele. Ich hätte gerne eine klare Botschaft. Eine Karte noch. Dankeschön. Okay. Es sollen so viele sein, dann ist es so. Oh, weia, schaut her. Jetzt ist auch noch die Welt gefallen. Ich habe gesagt, da kommt Bewegung rein. Da kommt Bewegung rein. Der Kreis schließt sich. Ihr werdet auf ein Happy End zusteuern. Zweimal Karten, wo ich sage, die kommen von der geistigen Welt direkt, die Welt und das Rad. Das ist das Schicksal schlechthin. Und euer Schicksal ist, dass die Dinge jetzt rundlaufen, dass ihr euch bewegt, ja, auf euren Wunsch zusteuert. Das hat die erste Karte ja schon gesagt. Was ist eure Vision? Ihr haltet euren Wunsch hier so an einem Faden. Schaut sehnsüchtig immer dahin, ihr lasst ihn nicht los. Nein, nein, ihr haltet ihn fest. Wie wäre es, wenn ihr ihn mal zu euch runterzieht? Ihn in Angriff nimmt, ihn festhaltet, ihn erfüllt. Aber ihr habt da eine ganze Zeit lang nicht hingeguckt. Ne? Ihr habt so viel Raben in diesem Bild, so viel Gedanken, Gulasch, so viel Chaos. Ja? Und vor diesen Schmerz, den ihr hier ja mit den sieben der Schwerter hattet, habt ihr die Augen verschlossen. Ihr habt auch hier diese kleine weiße Krähe nicht gesehen. Auf dem Bild ist das Gleiche, ne? Ihr habt die Augen verschlossen, habt euch eingekästelt in eurem Nest nach dem Motto, wie es die Kinder machen, Decke über den Kopf, da kommen die Monster nicht an mich ran. Aber jetzt ist es Zeit hinzugucken. Diesen langen Weg zu verlassen, die Augen zu öffnen und zu sehen, welche Möglichkeiten für euch bereitgehalten werden. Und die sind wunderschön. Mit den zwei der Kelche, mit den neun der Kelche, da ist Liebe im Anmarsch. Nehmt die Hand von den Augen, Herrgott, nochmal. Auf das Schicksal ist die Lernkarte gefallen. Da musstet ihr etwas lernen, ihr musstet etwas erkennen. Ihr müsst diese Schnüre sprengen, um weitergehen zu können. Das ist eure Aufgabe. Raus aus dem Nest, den einen Kelch, der euch gereicht wird, nehmen, diese Liebe leben. Entschuldigt. Tja, und schaut her. Wenn ihr den Weg gegangen seid, wenn ihr das erkennt, diesen Weg wählt, diesen neuen Weg, dann warten hier die 10 der Kelche auf euch. Und das ist die Erfüllung schlechthin. Das ist Zusammengehörigkeit, Geborgenheit, Vertrauen, den Blick nach vorne gerichtet. Voller Vertrauen in die Liebe. Und das ist super, super schön. Aber dazu folge deinen Visionen, geh einen anderen Weg. Kann auch euer Gegenüber sein, der jetzt einen anderen Weg einschlägt oder ihr als Single euch entscheidet, rauszugehen und den Sprung in eine neue Liebe zu wagen. So, was sagen denn die kleinen Herzorakelkarten dazu noch? Das interessiert mich jetzt schon, was die noch für eine Botschaft haben. Abwarten, überstürze nicht, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Ja, du kannst nicht von einer Sekunde auf den anderen den alten Trampelweg komplett verlassen. Aber die Ketten sollst du sprengen, deine Vision sehen und loslaufen. Ich glaube, die war als nächstes. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Kraft. Das ist genau das Thema.
Nein sagen. Nein, ich bleibe nicht mehr stehen. Nein, ich lasse mich von nichts und niemandem aufhalten. Auf dem Weg zu dieser Liebe meine Visionen anzugehen, egal was ringsherum passiert. Wenn jemand sagt, du kannst das nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine. Das muss dir klar sein. Lass dir nicht reinreden. Es ist dein Leben. Es sind deine Träume, deine Wünsche, deine Entscheidung. Und Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entfacht. Ist das nicht der Hammer? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Na, versteckt euch nicht. Wir hatten doch hier die zwei. Da. Zwillingsseelen, was habe ich gesagt? Eure Leidenschaft ist entfacht. Dann hoffe ich, dass die Leidenschaft euch dazu bringt, euch in Bewegung zu setzen, ja? Eure Ketten zu sprengen, eure Visionen, eure Träume anzugehen, raus aus eurem Nest, ins Leben rein. Und ja, das Leben birgt die Gefahr, wieder verletzt zu werden. Aber es birgt auch die Chance, wunderschöne Liebe zu empfangen, glücklich zu sein, Freude zu haben. Was möchte das Universum euch als Botschaft noch mit auf den Weg geben? Wenn ich glaube, mich hingegeben zu haben, gebe ich mich noch mehr hin. Da habt ihr geglaubt, euch hingegeben zu haben. Ja, hier eure Masken. Ich habe ja alles gemacht. Ne? Nein, habt ihr nicht. Gebt euch jetzt mal hin und zwar dem hin, was ihr wollt. Und die. Ui, das ging jetzt aber mal flott. Zwei kleine Weisheiten zum Schluss für euch noch. Komm in die Umsetzung. Ein herausragendes Talent ist kein vertikales Geschenk von oben, sondern eine horizontale Verpflichtung an deine Mitmenschen. Komm in die Umsetzung, egal was es ist. Für dich und für dein Umfeld, denn du bist ja nicht alleine. Und du kannst dich verstecken, aber andere spüren, wenn du nicht glücklich bist. Und die Illusion, ich bleibe in einer Situation, weil ich andere nicht verletzen möchte. Du nimmst in dem Moment den anderen auch die Chance zu wachsen und ihren Weg zu finden. Nimm dir Zeit für deinen Körper. Die Jugend ist für alle, das Alter ist nur für einige wenig Auserwählte vorbestimmt. Denjenigen, die bereit waren, im Laufe ihres Lebens aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Ja, auch so eine Situation, meine Lieben, immer Masken zu tragen, sich immer zu verstellen, immer brav den Weg zu gehen, den andere für mich vorgesehen haben, macht krank. Ja, denn es frisst uns langsam auf. In dem Seelenreich Orakelkarten ist auch eine Karte, die ich ganz besonders liebe, die heißt Angepasstheit ist der innere Tod. Und von Tag zu Tag, von Monat, von Jahr zu Jahr stirbt in einem etwas ab, wenn man nicht das Leben lebt, das man sich eigentlich wünscht. Ja, ich finde, es sind schöne Botschaften heute hier für euch. Botschaften, die Liebe voraussagen, aber auch den Mut, etwas zu verändern. Wenn ihr vielleicht, ja, euren Weg noch nicht, euren Mut noch nicht, eure neue Straße noch nicht gefunden habt, dürft ihr gerne unter die Infobox, unten in die Infobox schauen. Da ist meine WhatsApp-Nummer. Schreibt mich an, wir telefonieren, besprechen, wie ich euch begleiten kann, was ich für euch tun darf. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Teilt es. Schreibt mir in die Kommentare, ihr seid so liebenswert und macht mich so glücklich mit euren schönen Kommentaren. Und falls ihr noch kein Abo habt, drückt das Glöckchen, zeigt mir, dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Und ich freue mich, euch bald hier an diesem Tisch wieder zu begrüßen. Es kommt ja immer was raus, Wochenbotschaften, Tagesbotschaften, Horoskope,
dein Gegenüber etc. Ich gebe euch jetzt ganz viel Kraft, den Weg zu finden, der euch glücklich macht und ihn auch zu gehen. Schicke euch auf dem Weg ganz viel Licht und Liebe und freue mich auf euch. Bis bald, eure Aurora.